Jetzt sind wir hier, wie gesagt, bei Hella mit dem Frank zusammen. Hallo Frank. Hallo, servus, grüß dich. Du bist quasi der Experte, was Licht angeht. Ja, bei uns wird es immer heller, wie man so schön sagt. Ey, das ist ja... Oh, oder? Toller Spruch. Frank ist helle. Nein, okay. Frank, 40 Jahre quasi, also jetzt am Beispiel vom Golf. Von Golf 1 bis quasi zum 7. Generation, da hat sich ja einiges getan, oder? Ja, ist richtig. Also wir haben ja extra mal hier auf dem Stand ausgestellt, was es für Unterschiede gibt im Bereich. Wir haben von Golf 1 bis Golf 7 die verschiedenen Scheinwerfer mal aufgeführt, die verschiedenen Lichtsysteme, angefangen vom Halogen über LED bis hin auch zum Xenon, alles da, und vom Golf 1 bis zum Golf 7. Und man sieht halt hier auch mal, welche Möglichkeiten es gibt aufgrund der Veränderung der Materialien. Ja, dass man, früher hatte man Glas gehabt als Abschlussstreuscheibe, mittlerweile Kunststoff, und da hat man doch andere Möglichkeiten. Ich mein, kann man sich gerne mal anschauen. Ja, das, da müssen wir jetzt ein bisschen länger hier stehen bleiben, weil man sieht es ja, es arbeitet etwas hier, das Display. Aber es ist sehr schön zu sehen, auch wie, was für eine Bedeutung der Scheinwerfer mittlerweile bei so einem Auto hat. Das gibt ja quasi ein Gesicht, das gibt dem Auto einen Charakter. Ich meine, da seid ihr wirklich massiv dran beteiligt. Ja, also wir haben natürlich auch damals schon entwickelt diesen Golf 3 im Golf 4 Look. Der war ja so ein absoluter Trend gewesen. Erst eine Motorshow war ja ein gutes Stichwort gewesen, wo die ganzen Leute drauf abgefahren sind. Heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, Fahrzeuge umzurüsten, aber wir versuchen halt gerade bei dieser Technik immer ganz vorne mit dabei zu sein. Zu dem Thema Umrüsten kommen wir gleich noch. Das ist nämlich gar nicht mehr so einfach wie früher Golf 3, Golf 4. Es fällt mir gerade hier was ins Auge, und zwar dieses Rotlicht, was dir so ein Charisma gibt. Ja? Da sieht man nämlich auch ganz, ganz schön, das sieht alles sehr oldschool-mäßig aus, aber innen drin ist halt LED-Technik, das ist halt so Neo-Style quasi, weil es sieht ja sehr oldschool-mäßig aus von außen und innen ist alles neu. Also das ist auch so ein Markenzeichen von euch, ne? Ja, also wie gesagt, momentan LED ist der absolute Hype. Egal ob Arbeitsscheinwerfer, Heckleuchten, Kennleuchten, LED muss sein. Und das ist jetzt so eine neue Produktlinie, die haben wir im letzten Jahr vorgestellt, ValueFit. Zeitwertgerechte Reparatur, und hier gerade so im Bereich Kleintransporter, LKW, PKW, Anhängersortiment. So, jetzt machen wir den Exkurs wieder zurück zum Umrüsten. Ja? Da, wo ich quasi auch zu Hause bin. Bereich Tuning, hat es gerade schon gesagt, Golf 3 auf Golf 4 Optik. Das Umrüsten wird ja immer schwieriger, weil die Elektronik macht ja auch manchmal sehr viel Probleme. Habt ihr denn da generell Lösungen? Ja, jetzt zum Umrüsten natürlich nicht, aber logischerweise die ganzen Helferlein, die heute beim Scheinwerfer mit reinspielen, die Fahrassistenzsysteme. Bestes Beispiel ist da gerade beim Mercedes-Benz unser Matrix-Scheinwerfer, der ja ein blendfreies Fernlicht praktisch realisiert, weil ich kann komplett mit Fernlicht fahren. Und Fahrzeuge, die mir entgegenkommen, die werden erkannt und dementsprechend der Bereich wird ausgeblendet. Aber umso schwieriger ist es da, eine Umrüstung zu realisieren. Also ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja, ist es. Ja, schon öfter an solchen Projekten die Zähne ausgebissen. Weil es ist ja natürlich sehr komfortabel. Ich meine, man muss sich mal überlegen, man fährt mit Fernlicht und automatisch passiert einfach alles. Du brauchst einfach gar nicht mehr reagieren. Einerseits schön, andererseits auch nicht so schön, weil das animiert, auch einfach mal nicht achtsam zu sein. Aber man kann ja manuell noch eingreifen, also hat ja auch Vorteile. Wohl wahr. Jetzt mal zu der Sache, Scheinwerfer einstellen, selbst das wird ja immer schwieriger und das ist ja auch gar nicht so einfach. Habt ihr da alle Lösungen parat letztendlich, oder ich sehe nur mal rüber zu den grünen Kollegen, Gutmann. Ja, also ich sag mal, die neuen Lichtsysteme, die es gibt, egal wie gesagt, Halogen oder LED, einstellen, überprüfen kann man alles. Wir haben auch alles da. Also wir haben die Scheinwerfer-Einstellgeräte von Hella Guttmann, wir haben die Diagnosegeräte von Hella Guttmann. Also wer Interesse hat, hier vorbeikommen, die Spezialisten sind da, die informieren auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Ich sehe, also vergangen, wenn du so Youngtimer anguckst, da siehst du halt immer die Lichtplakette von euch. Gibt's das noch? Also, weil ich meine, gibt's diesen Lichttest noch, diese Plakette etc., dieses Ganze drumherum?
Ja klar, also es gibt ja jedes Mal im Oktober diese kostenlosen Lichteinstelltestwochen. Und wir bieten auch den Werkstätten wieder ein komplettes Paket an. Da können die Werkstätten kostenfrei Spannbänder bestellen, Poster bestellen, Informationsmaterial bis hin zu den Lichttestplaketten. Und geht über unsere Internetseite, die Hella Tech World, kann ich das gerne abfordern. Kann jeder reingehen. Wunderbar, weil das macht auch so ein, das macht irgendwie kultig. Ja? Irgendwie ist es cool. Ich mag die Plaketten. Wunderbar, dann danke ich dir. Danke, Frank.